Hansi Flick könnte jetzt tatsächlich einen neuen Job in Japan annehmen. Zudem gibt es ein Update für Toni Kroos, wie es mit seiner Zeit bei Real Madrid weitergeht. Denn jetzt könnte er tatsächlich doch nochmal seinen Vertrag dort verlängern. Und auch ein Update zu Florian Wirtz, seiner Verletzung von gestern. Und die Entscheidung rund um Dennis Undaf ist gefallen. Für welche Nation wird er spielen? Alles dazu jetzt gleich hier im Video. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr mit der Bundesliga zu verpassen. Ja, und damit kommen wir rein ins erste Thema. Hansi Flick, er steht nach Informationen von Sports Hockey tatsächlich auf dem Zettel eines japanischen Erstliga-Clubs. Denn dort möchte Urawa Red Diamonds den aktuellen bzw. den letzten Bundestrainer Hansi Flick sehr, sehr gerne verpflichten. Das berichtet die japanische Zeitung. Ob er tatsächlich jetzt hier nach Japan wechselt, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Er ist ein Trainer, der vorher bei den Bayern war, dann Bundestrainer und dann irgendwie in die japanische Liga. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen, Freunde. Deswegen glaube ich, ist das hier Schmarrn und ich kann mir nicht vorstellen, dass er da wirklich hinwechselt. Kommen wir aber zum nächsten Thema. Toni Kroos. Er wird erstmal eine Entscheidung treffen, wie es über die Saison hinaus weitergeht. Er ist immer noch beim hervorragenden Level. Trainer Carlo Ancelotti, er sagt, Kroos wird die Entscheidung treffen. Er weiß, dass wir ihn hier lieben. Er fühlt sich sehr gut. Sein Level ist das gleiche wie immer. Er zeigt hervorragende Leistung trotz seines so hohen Alters. Und das bedeutet natürlich, er kann bei den Madrilenen weitermachen. Wie lange er noch auf Top-Niveau spielen kann, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber vielleicht wird er seinen auslaufenden Vertrag, der im Sommer ausläuft, genauso bei Modric, ja, ähnliche Situation. Er wird aber wohl sicher den Verein verlassen. Bei Toni Kroos sieht es aktuell wirklich so aus, als ob er vielleicht nochmal eine Saison dranhängt. Und das wäre schon, ja, äußerst überraschend, aber natürlich auch eine schöne Wendung. Wie seht ihr das? Toni Kroos, noch ein Jahr Real Madrid. Ich bin sehr gespannt. Dann kommen wir zu einem kleinen Schocker, den wir gestern erlebt haben. Da musste Florian Wirtz verletzt runter und da war nicht so ganz klar, was hat er denn jetzt? Ist er jetzt länger raus? Nein, er hat gesagt, jetzt hat sich der Trainer und aber auch der Spieler selbst geäußert. Er sagte, gute Leistung des Teams, nächste Runde. Danke für die Genesungswünsche, ich hoffe am Sonntag zurück zu sein. Trainer Xabi Alonso, der sah das noch ein bisschen pessimistischer. Er sagte, ich habe ein bisschen Sorge. Wir müssen abwarten, wie es mit der Schwellung aussieht. Wir hoffen auf das Beste, dass er Sonntag dabei ist. Er hatte einen Tritt auf die Achillessehne, also auf die Ferse bekommen. Und da dachten schon viele, nett, dass da jetzt was gerissen ist. Er war ja schon oft schlimm verletzt, aber anscheinend ist alles soweit gut. Er kann wohl am Sonntag zumindest mal mit im Kader stehen. Ob er dann von Anfang an spielt, das steht halt nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Dann kommen wir zu dem letzten Thema, Dennis Undaf. Er hat sich nun entschieden, er wird, wenn er für eine Nationalmannschaft spielt, dann für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Hintergrund ist, er hätte auch für die türkische Nationalmannschaft spielen können. Jetzt soll es aber auch schon bereits ein Gespräch mit Trainer, Bundestrainer Julian Nagelsmann gegeben haben. Und er hat jetzt im Interview nach dem Sieg gegen Dortmund bestätigt, ja, wenn er für eine Nationalmannschaft spielt, dann für die Deutsche. Wenn er denn mitgenommen wird, sagt er so. Aber ich gehe fest davon aus, dass er als nächstes dabei ist. Er ist aktuell für mich der beste deutsche Stürmer, den wir haben. Er zeigt hervorragende Leistungen, das beim VfB Stuttgart. Ich bin sehr gespannt, welche Leistungen er in der deutschen Nationalmannschaft zeigen kann. Eure Meinung zum Thema? Gerne in die Kommentare. Das war's von mir. Bis dahin, Leute. Ciao.